So, los geht's. Meine erste Runde, was weiß denn ich? Ich erklär's dir ja. Lass mich aussprechen. Du bist ungeduldig. Lass uns let's go. Ich bin ungeduldig. Ich war noch nie ungeduldig. Ich will einfach nur loslegen. Wenigstens fliegen ja nicht sofort die Ohren raus hier. Ja, wieso steht hier schon einer rum? So, okay, Waffe wechseln dauert auf jeden Fall mal gut lange. Oh lol, du bist auf die schwere Map gegangen. Ja, nice. Ja, hab ich doch gesagt. Okay. Ja, Feuertaufe, okay. Junge. Also erstens kenne ich nicht, weil ich bisher noch gar nicht gezockt habe. Oder ein einziges Mal kurz. Angst. Na, nee, die AI, die muss halt erstmal lernen, weil die kann die schon schnell umpflücken hier. Okay, wenn Bildschirmübertragung läuft, sind es auch mal nur 80 FPS, aber trotzdem okay. Ey, wieso kann ich mich nicht ducken, Alter? Oh lol, ducken auf C, was ist das für Quatsch? Ja, hab ich auch gedacht. So. Ach, ich hab das FOV nicht erhöht, oh no. Ist es nicht Portfall auf 100 eingestellt ab Start? Ja, ich hab alles über die Config eingestellt. Egal, muss jetzt so gehen. Fühlt sich ein bisschen weird an. Wir waren schon Leute. Aber ja. Ach so, die Runde kann ja schon gelaufen sein die ganze Zeit, ne? Ja. Abballern oder was? Oder messern? Messern wegen Lautstärke. Wo ist denn das Messer? Ih, was hab ich denn jetzt gedrückt? Ja, klar, gib mir doch eine. Wo ist denn Melee-Attack? Normal. 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 Ja, du rüstest das Messer aus und dann... Ich hab kein Messer mit, scheinbar. Doch, da hast du immer pauschal mit. Ja. V drücken. V, danke. Ah, da unten steht's auch. Normal! Die beste Antwort aller Zeiten! Ja, du rüstest das Messer aus und linksklick. Was willst du von mir? Alter, weiß ich, dass das V ist? Ja, weil... Wo ist das Messer? Normal. Ich mach das mit dem Messer nicht nochmal, ne? Also, ich bin fast tot, weil das... wie euch ignoriert hat und gesagt hat, boah. Ja, sorry, dass ich leider ein Problem hatte. Ja, surprise, wie gesagt, die AI ist tougher hier auf der Karte. Ah, das macht nix. Das ist gut. Achso, die ist leer. Gott, ich werde beim ersten Gunfight so verkacken. Ich habe halt nur die Hälfte meiner Leben. Achso, man darf nicht so dicht zusammenstehen. Hast du keine Mats mit? Ja doch, ich kann gerne alle direkt verballern. Hier ist ein Grill. Was ist das für ein Raumschiff? Das ist eine Abholung, glaube ich. Okay. Du hörst die die Neuankömmlinge hörst du, dass, weil die am Ende so einen Final-Booster machen. Naja klar, das sind ja auch nur Kapseln. Genau, richtig. Und die anderen, die, wie du gerade hörst, eher so ein kontinuierliches... Alter. Bei dem würde ich aufpassen. Also trigger den mal nicht. Weil der fliegt euch um. Zu spät. Irgendwer hat ihn gerade getriggert. Komm, abknallen oder nicht? Ja, also schieß auf ihn. Viel Spaß. Also lass, wir können machen. Einfach nur damit. Da siehst du mal, der ist leicht tanky. Aber der. Was bringt denn das überhaupt, die Tische abzuknallen? Dann nerven sie dich nicht. Weil die laufen, sehr lange hinterher. Den interessiert das gar nicht, der läuft weg. Nee, der einen von uns. Alter, wie groß wollen sie ihre Knöpfe haben? Jo. Wer hier wer ist, wa? Da sind zwei. Nein. Eins dead. Oh, doch nicht. Da ist noch einer. Ist Friendly Fire an? Ja, 100%. Oh, meine Gesundheit ist schon auch gut im Arsch. Gott, wie wenig halten das? 15. Krass. Ja. Oh, dann habe ich gleich keine Stimulanzen mehr. Bitte, Alter. Ja, bloß ja keine Plate. Ich weiß gar nicht, wo der zweite da rauskam gerade. Was ist das denn hier? 108 antike Währung. Okay. Nehme ich mal keine mit. Sicherheitszeichen. Warum kann ich keine Rasslerhaut da reinpacken?
Wer? So. Überall hier diese Wir gehen mal weiter Richtung Pumpkin Fields oder so. Ich habe halt keine Ahnung, wo hier wie Loot ist und wir wissen jetzt erstmal gerade gar nicht, wo du bist. Was ist der Freddy jetzt eigentlich dead? Ja, wo bist du eigentlich hin? Ich bin hier vorne bei Richtung Pumpkin Fields. Die Sache ist, dass du eigentlich so einfache Zonen hast und das ist nervig. Der schwierigere Zone. Ich kann dir aber auf dieser Karte nicht sagen, was ist. Der ist ja immer noch hier. Finden wir es raus. Nee, das ist neuer. Kämpfen oder gehen? Lass ignorieren. Ja, nee, der läuft nicht weg. Man irgendwie Alter King? Schwede, der zieht Einheit. Was sagt er jetzt schon hin? Hier oben aufs Dach bin ich geklettert, vorm Zaun. Schießt ihr gerade? Nö. Okay, dann haben wir Nachbarn. Ah ja. Komm mal mit, dann gehen wir. Oh, ja, ich werde beschossen. 240. Ja, aus beiden Richtungen. Ja, lass erst bei 240 machen. Oh mein Gott. Ja, nee. Was? Nee. Nee, will ich nicht hören. Was ja, ich muss kurz. Genau. Pass auf, oben ist auch einer. Ich bin auf jeden Fall gut weich gekocht. Achso, wenn ihr sterbt, dann seid ihr nicht wiederbelebbar, ne? Dann seid ihr tot. Just saying. Entgegen zur Hand bringt in dem Rahmen Teamplayer nichts. Nee, wir müssen uns nur entscheiden, was wir jetzt machen. Rumsitzen wird nicht helfen. Nee, ich bin Richtung Landing Fields. Okay. Einer von euch ist down oder seid ihr aufeinander? Nee, wir sind einer von. Ich bin down, Alter. Ja. Weil wir uns einfach komplett aufgeteilt haben. Ich einem hinterhergerannt bin. Ich bin jetzt schon nach dem ersten Ich bin da geblieben, wo wir waren, weil keiner irgendeine Ansage meinte. Du musst schon sagen, wo du hinläufst, Hector, und nicht hinterher sagen, oh, ich bin jetzt schon da. Ich hab's original gesagt, wir gehen Richtung Pumpkin Fields. Du musst auch bedenken, dass wir gerade erstmal klarkommen müssen, Alter. Keiner weiß, wo hier irgendwas ist. Oder wie irgendwas funktioniert. Ja, Pumpkin Fields, da waren wir doch gerade. Du bist aber jetzt schon wieder ganz woanders. Ja. Okay, hier gibt's auch Vögel. Oh, Crash Report, geil. Ich wollte eigentlich auch dran. Eine Missgeburt, Alter. Vielleicht ist das nicht mehr. Hä? Ich hab zwei Mann bei mir. Wo bist du? Ich komm zu dir, ich rotiere mal zu dir rum. Ich weiß halt absolut nicht, wo du lang bist. Also man muss hier halt einfach auch zusammenbleiben. Hinterher sagen, ich bin da und da, bringt halt gar nichts. Ja, aber das meine ich mit dem Sinne von, du, also was ich initiell gesagt habe, ist das Thema, ist genau das, was als Duo und als Trio ich bin dead. So unglaublich schwer ist. Nee, also ich habe tatsächlich, wir haben damals Tarkov mit 3, 4, 5 Leuten gespielt. Du musst halt einfach zusammenbleiben und sagen, wenn einer irgendwo hingeht, bevor man da hingeht. Nicht sagen, ich bin jetzt da und da, dann muss der dann muss das ganze Team wieder... Bist du down? Bist down oder was? Habe ich gerade gesagt. Ja. Ich habe erstmal 2 Crashs gehabt. Geil. Crash ich hatte bisher noch nicht einen. Gut, ich rotiere mal jetzt Richtung. Gut, das lag jetzt aber nicht an der schweren Map. Das lag daran, dass wir zwischen 3 verschiedenen. Ey, mach die einfache Map. Das ist auch cool. Also, das ist Quatsch. Wie soll ich euch denn supporten, wenn ich die Map nicht. Wenn ich zumindest nicht mal Basic Map Knowledge habe? Ja, aber daran lag es jetzt ja nun mal nicht. Es lag daran, dass wir überhaupt nicht zusammengearbeitet haben. Das ist der einzige Grund, warum wir jetzt verkackt haben. Dude, wenn du sagst, ich renne jetzt da und dahin und du merkst, wir rennen nicht mit, das ist deine Aufgabe zu gucken, dass wir nicht mitrennen auch. Das funktioniert in so einem Spiel anders nicht. Das war Tarkov genauso. Du musst dich immer umdrehen, gucken, wo sind die anderen, was machen die. Der eine oder andere ist gerade damit beschäftigt, irgendwas durchzulesen, was er in dem Spiel nicht kennt und hört gar nicht, dass du weiterläufst. So, und hinterher zu gucken, wo du da bist, ist halt einfach schlecht, wenn die Leute nicht wissen, wie die Map aufgebaut ist. Und selbst wenn du es weißt, nützt es erst recht noch weniger.
weil dann ja, weißt doch, du, wo alles ist. Weil ich zumindest nutzen kann und in die, zeigen kann, wann, wie, wo, was, von wem letztendlich. Am Ende müssen wir einfach nur zusammenbleiben. Das ist das A und O. Immer in Sichtweite bleiben und wenn einer irgendwo anders hin möchte oder muss, dann muss er das halt so ansagen und dann gucken, ob die Leute das auch mitschneiden. War einfach schlechte Kommunikation und einfach kein Teamplay. Passiert. Ist halt anders als in anderen Games. Okay. Gibt es auch schlechtere Shotgun-Munition? Nein. Aber es gibt Aufsätze, die Slug-Aufsätze und sowas, womit du halt mehr Penetration hast. Weil die erste, die ich hier habe, halt grün ist. Das wundert mich ja so ein bisschen. Was mache ich denn, wenn ich keine Munition, wenn ich keine Waffen mehr habe hier? Wie viel Kohle und kaufst dir eine? Du hast bei dem, unten so. Bei dem Dingens Quickshop kannst du dir alle Waffen kaufen. Ich kann dir aber auch eine mitnehmen, wenn du willst. Nö, nö. Das machst du nur, wenn du gar nichts mehr hast. Das ist auch geil. Letzte Runde sei, bring mal Waffen mit, Hector. Nö. Das ist ein Gauner, Alter. Nee, bring mal Waffen mit im Sinne von. Die Ansage von Keife war, bring teure Waffen rein, damit du uns carryen kannst. Und das. Ja, aber wieso hörst du auf Ansagen von Keife? Wen juckt denn, was Keife sagt? Habe ich vorhin gar nicht gesagt, hä? Oh, hast du gesagt. Hab ich auch nicht gehört, aber gut. Okay, ich habe keinerlei Stims mehr, also kann ich direkt rein cashen. Warte. Wo gibt's denn hier Stims? Ja, Stims sind relativ günstig. Ja, schon klar. Wo gibt's die Dinger? Ich hätte nochmal eine Einladung. Okay, danke. Die Mucke ist immer scheiße hier. Ist ja auch eine Map. Also, ja, egal. Na, hier. Ihr hört fetten Dubstep, einer. Ich hab 50 FP bekommen. Geil. Carry on, man. So. Ach so. Ach da. Hey, konnte man bei denen nicht früher was kaufen auch? Ah, hier. That was underpriced, ja, du kannst... Ja, hast du schon gefunden, naja. Jo. Ja, hab ich. Also wenn das Zukunftsmusik ist, dann moin. So. Ist halt ein Lutsch, oder? Naja, reiche es ist egal. Fakt ist nun mal, dass man als Team einfach besser zusammenarbeiten kann. Und selbst als Team kannst du noch besser irgendwie versuchen, dich zurückzuziehen. Bei wem kannst du dir denn Level 1 Waffen kaufen? Also halt graue Waffen. Unten beim Quickshop. Also gegenüber der, wo du reingehst. Das ändert ja nichts daran, dass es katastrophales Teamplay und Kommunikation war. Da hat Hector nicht ganz so viel Rücksicht darauf genommen, dass wir halt erstmal überhaupt das erste Mal gucken müssen, was gibt's hier, wo gibt's was, wie funktioniert irgendwas. Musst du halt natürlich dann nur mal leider den Babysitter spielen, wenn du das schon ein paar Mal gespielt hast. Da kommst du halt nicht drum rum. Aber okay. Also, Swamp Area, also ich sag klare Ansagen jetzt und werd auch viel in dem Fall jetzt hier klar sagen. Swamp Area, hier kommen dauerhaft Leute runter. Rechts, links am letztendlich am Beach. Wir gehen jetzt Richtung Swamp Camp, also dieses große, die großen Bones, sag schon das deutsche Wort, Knochen. Da gehen wir jetzt sozusagen geradeaus rein und schauen noch mal kurz, was da gibt. Da sind auch gerade welche runtergekommen, ne? In die Richtung. Rechts, links? Ich habe keine gesehen. 345, habe ich irgendwas vom Himmel droppen sehen. Okay, also was aussah wie ein Dropper. Waren wir das? Das waren wir. Die Vögel triggern aus einer unglaublich großen Reichweite, sind aber jetzt nicht so wie bei Hand das, der ultimative Soundclou, der alle Gegner sofort immer weggibt. Wie gesagt, man muss halt aufpassen, die Runde startet nicht für alle gleichzeitig, von daher kann Klar. es immer schon sein, dass wo man ist, dass da schon welche Leute gerade sind. Sind die Spawnpunkte random?
Oder ja. sind das so 10 vorgegebene sozusagen? Die sind, ich glaube, 20, 30 vorgegebene gefühlt. Theoretisch können die Leute also schon an so einen Spawnpunkt gammeln. Ja. Da kommt ein Evac-Schiff oder was? Nee, das war eine Kapsel. Ja, Evac-Schiff. Nee, das war dieses Knallen, das ist dann, sonst hörst du den Nachbrenner. Da oben ballert aber irgendwas. Was ist das? Eine kometenmäßige, was da runterkommt? Das sind, genau, da gehen wir hin. Das ist ganz cool. Das sind Meteoriten, die einfach runterkommen. Die geben halt ganz gute Metalle. Und wir gucken mal, wo die einschlagen. Schmatzt was. Wir sehen aber Richtung 120. Da siehst du die Dingensstreifen. Da ist ein Duo runtergekommen. Achso, schießen auf die Spinnen, ja. Auf die kleinen roten Chickens, die mit einem großen Messerstich sind die da. Das heißt, ein großer Messerstich gedrückt halten? Oder rechts? Ja, genau. Ah, ja. Vorwarnung, das ist anscheinend wohl noch clunky und buggy. Super. Sprich, ja, man drückt und es passiert manchmal nichts. Wir gehen weiter Richtung 120. Meteorit kann sein, dass andere ebenfalls die gleiche Idee haben. Aber wir schauen mal. Nee, sorry, aber der Purge musste jetzt sein. Wir reden die ganze Zeit darüber, ich will kein Backseat-Gaming. Der nächste erzählt mir, ich muss die Versicherung mitnehmen. Hector hat gesagt, ich brauche die Versicherung nicht, dann nehme ich sie nicht mit. Und selbst wenn. Beziehungsweise eure Missionen sind hier auch. Lasst es mich einfach in Ruhe verkacken. Tut mir den Gefallen, guckt einfach zu. Kommentiert von mir aus das Gameplay, wie ihr lustig seid und lacht drüber. Aber wie gesagt, im Kopf behalten, 120 kam ein Duo runter. Also es kann gut sein, dass sie da sind. Wir gehen links hoch oben. Auf die mittlere Höhe, damit wir nicht unten am Strand langlaufen. Das nichts Persönliches, ist auch nicht böse gemeint, aber respektiert das bitte. Ich weiß, dass ihr noch nett sein wollt. Cool, da können wir gleich. Es ist auch nett, aber wenn in den Regeln steht, es soll nicht sein, dann soll es nicht sein. Und wenn einer sich nicht dran hält und nett ist, dann ist der nächste auch nur nett und gibt den nächsten Tipp. Ich nehme dir das nicht übel, aber trotzdem einfach dran halten. Spitzhacke auswählen. Wo ist das denn? Ja, ich würde halt aufpassen. Ach, cool. Vielleicht gar nicht so smart, wenn alle drauf hacken. Keine Ahnung. Fortnite. Ich muss gleich unbedingt nochmal ducken auf einen anderen Knopf. Wenn du den letzten gelootet hast, dann verschwinden die mal, bröseln die von alleine weg. Das ist für alle Metall-Dinger. Was ist denn der wertvolle Scheiß, den man jetzt in sein Security-Bag packen muss? Man hört die immer sehr, sehr weit. Also, wie gesagt. Was ist jetzt der wertvolle Scheiß, den man in sein Bag packen muss? Also in den alles, Security? Nimm erstmal alles mit. Nee, in den Sicherheitsbehälter. Okay, danke. Das Problem ist beim also danke, weil ich nicht. Ich habe geantwortet, alles. Für dich erstmal. Da passen aber nur drei Sachen rein. Die Limitierung ist vor allen Dingen, dass Gewicht dann im Sicherheitsbehälter ist. Ja, aber ich packe da nicht einen unwertvollen Gammelscheiß rein. Da unten ist noch eins. Ja, aber nicht ganz verstanden. Ansatzweise reinpasst. Pack irgendwas rein. Die 3 Mark kannst du halt mitnehmen. Wir haben noch nicht. Hier ist nicht so das ultimative Loot, aber. Gut, wir gehen jetzt rechts hoch auf den Berg und versuchen von dem Berg dann in Richtung Water Facility reinzuschauen und gucken, ob die 120, das Duo, das da gelandet ist, ob die da bereits gelootet haben. Und ob die das Rätsel da eventuell machen. Und ob wir die überraschen können. Dritter Mann ist da. Genau andere, rechts, recht links. Noch weiter links. Ja, perfekt. Let's go. Hier rechts, hier ist Loot. Die weißen Kisten sind immer die wertvollsten. Diese klassischen Waffenkisten. Und das sind diese Hühnchen, die ich meine, die roten. Bestes Hühnchen ever. Ach so, Ping gibt's das nicht, ne? Hühnchen, Alter. Ja. Hier ist eine Granate drin, Muni. Lasst euch das mal alles.
Nehmt ihr das erstmal alles mit, ich brauche das nicht. Da ist noch irgendwas. Hier bei mir ist noch eine... Gar nichts. Hier ist noch Metall. Hier bei den beiden Kapseln, da sind noch zwei weiße Kisten. Die weiße Kisten? Wie sehen die aus? Hier. Ach, die Dinger, okay. Genau, die geben Waffen bzw. Attachments oder Munition oder sowas. Lecker Attachments. I am totally attached. Gut, dann lass uns weitergehen. Wir gehen mal weiter auf halbwegs vernünftigen Loot. Moment. Wir gehen Richtung großen Turm, checken von da aus in den Compound rein und dann gucken wir gleich mal, ob wir das Rätsel machen. Ich erkläre euch das dann gleich, was ich damit konkret meine. Moderate Gefahr. Ja, genau. Also es gibt Ultra High Danger. Je gefährlicher es ist, desto besserer Kram ist da drin. Hier oben ist nur Pistole. Hat jemand von euch eine SMG? Nee. Oder? Nur eine Pistole. Ihr seht, da unten ist kreucht und fleucht es ein bisschen. Mhm. Immer ein Indikator dafür, dass die spawnen relativ schnell nach. Von daher heißt es jetzt nicht, dass die jetzt nicht vor 5 Minuten bereits da waren. Wir gehen den Turm runter, gehen trotzdem rein. Knacken die um und schauen mal, wo wir die Behälter sind. Also, Rätsel. Einfach, wir... Oh. Da extracted hinten. Nee, das ist jemand. Hier, guck mal, hier rechts seht ihr die schlafend, aber wir knacken die jetzt trotzdem weg, weil die nervig werden. Wir haben einen Weak Spot in der Mitte. Sehr gut. Und... die holzen wir um. Wir sind jetzt hier sozusagen nicht ultra leise, es macht nichts. So, kommt mal mit Richtung Norden, mir hinterher. Sehr gut. Achso. Die roten Dinger, die droppen, die haben 100% Drop-Wahrscheinlichkeit für so eine Spinal Base oder für so ein. Habt ihr geschossen gerade? Nee. Ja. Klang halt sehr weit weg. Hat jemand mit einer Bolt, ich hab's gerade nicht gehört, auf uns geschossen? Nee, ich hatte eine Pistole draußen. Okay, gut. So, also ihr seht hier rechts so drei Gehäuse. Also hier wollen wir rein. Und das sind so drei Batteriegehäuse. Wir müssen die drei Batterien finden. Und die finden wir, indem wir halt den Schläuchen folgen. Also ein Schlauch geht hier nach rechts. Ich gehe nach Süden. Dann nehmen wir die beiden hier. Auch okay, keines wahrscheinlich im Kolzen, ne? Ja. Geht dann am schnellsten. Gehen beide hier rein? Es kann durchaus sein, dass die hinter einem Energiefeld sind oder sowas, dass sie erstmal. Oben rein oder so. Ja. Was? Wie macht man nochmal ein Heavy? Hey! Aufladen oder was? Ja. Also ihr müsst halt aufpassen, ein Heavy bei einem Teammate zieht dem 70 Damage, ne? 100 HP hat man insgesamt, das ist, haut halt voll rein. Wie komm ich denn jetzt da rein? Wie kann ich denn, hier wahrscheinlich. Schon wieder nur eins mit, ne? Das bin ich, der Schieße. Ah, okay. Und jetzt hat man das Ding in der Pranke. Achso, man muss den Hebel ziehen. Ich habe keine Hände. genau, wie gesagt, von diesen roten Hühnchen, ach, mein Springen lässt man's fallen, die Wirbelsäulen, die geben 300 pro Wirbelsäule. Du bist schon vorbeigelaufen. Hier rechts sind die. Zack. Sehr gut. Zack. Hier. Das ist Shotgun und Attachments drin. Das haben wir hier. Die Dingens. Und das ist dann schon ganz cooler Loot. Wirklich. Hier sind Stimshots. Was für Sachen passen denn worauf hier? Steht drauf, das ist nach Waffenklasse kategorisiert und nicht nach individuellen Waffen.
Okay, warte mal. Und wie setze ich das Ding jetzt auf? Mausrad drücken. Ach so, ja, okay. Dann. Alles klar. Das ist ja auch nice. Aber ja, ich hatte das Symbol da gerade dann noch gesehen. Gut. Das war's? Habt ihr alles? Jo. Dann können wir noch mal schauen, dass wir weiter looten gehen. Ziel ist es ja vor allen Dingen am Anfang, die Mission zu machen. Ich weiß nicht, wie die bei euch, bei mir, ich habe die auf G gelegt. Weiß nicht, wo die bei euch sind, aber das, die geben halt auch über die Zeit gut Kohle und die sagen einem, dass du halt Materialien rausziehen sollst oder zu einem gewissen Ort gehen sollst, um dort halt Viecher zu töten oder sowas. Ich muss Nickel liefern und Verbundbleche liefern. Eins ist irgendwie 132 Meter in Osten. 130. Ja, wer ist denn, ich habe hier Verbundbleche gelesen. Ich habe das schon, ich muss es nur abgeben schon. Okay, gut. Irgendwie 130 Meter Osten soll ich es abgeben. Da ist der Extraction-Punkt vielleicht. Ich weiß nicht, warum dir 130 Meter angezeigt wird. Das ist eher ja, Evakuierungsstelle, sorry. Achso, okay. Gut, wir gehen in sonst weiter Richtung Science Campus. Also Richtung Osten. Gehen links rum, wie gesagt, um Highground zu nutzen. Und denkt weiterhin an das Duo. Wäre aber jemand sonst beim Strand hier runtergekommen, dann hätten wir das eigentlich gemerkt. Wie geil ihr gerade aneinander vorbeigeredet habt. Der eine redet von der Armor Mod Breaking Point. Habt ihr das gerade gehört? Der ich glaube, das denkt, bedeutet, wenn man den Sound hört, dann hat jemand gerade einen Extraction gerufen. Der nächste denkt Wildlands und der nächste sagt, ja, Wasteland so war auch eine geile Mod. Den habe ich jetzt erst gehört. Hector, wo bist du hin? Geradeaus weiter. Immer geradeaus, genau. Versuchen, im Gelände zu umarmen, nicht in die Schluchten rein. Und da kommt auch irgendwas von links. Das klingt ja nach Ivec. Ja, das ist der, das meinte ich ja, das ist der Ivec-Sound. Da hört man schon gut weit. Das ist eigentlich ein Schreiter. Bei dem müsste ich noch jagen. Sonst. Das sind die Viecher mit dem, diese Spinnen mit den vier Beinen. Hier ist, so. Science Campus, wir können uns einigermaßen eigentlich hier aufteilen. Aber hier ist schon alles gelootet. Normalerweise laufen hier mindestens 6 Chickens rum. Ich sehe aber gar keins. Nö. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Wir gehen weiter Richtung Osten, Richtung Lagune und Vaccine Labs. Mann! Kann ich doch nicht rüberklettern, was ist das für ein Scheiß? Nee, du musst da links auf die große, auf den großen Container rum. Oder ich gehe einfach rum. Nein, das ist zu einfach. Oh, okay. Ne, Ausdauermanagement ist auch nicht unwichtig, wie es aussieht. Richtig. Aber die Regeneration geht auch schneller, wenn man sich hinsetzt und nicht bewegt. Dann geht es am schnellsten. Also es ist auch in Abhängigkeit, was man nebenbei macht und nicht einfach immer nur pauschal. Nach vorne laufen ist weh, habe ich gehört. Bin leider runtergefallen. Macht nichts. Gut. Wir drehen rechts rein, Osten, volle Kanne Osten zur Lagune. Sehr, ich weiß nicht, ob wir, warum der Server so leer ist. Normal, also teilweise hat man halt alle 20 Sekunden kommt hier ein Duo oder jemand rein. Keine Ahnung, warum. Haben Angst. Das wahrscheinlich haben wir noch Gammel-Matchmaking. Ich weiß gar nicht, ob hier ein Matchmaking drin ist. Also wenn das wirklich so gearbasiert ist, dann da oben ist ein, nee, das ist kein Schreiter. Dann sollte sie aber besser eins haben. So. Ja. Also wir gehen hier rein und looten, was das Zeug hält.
Guck mal, wie ihr seht, sind hier auch so einige. Nimmt mal diese Spinal-Dinger auf jeden Fall mit, weil wie gesagt, 300 pro Spinal-Ding sind schon relativ geil. Die sind aber auch gut schwer. Aber geil. Okay. Für Anfänger Kohle ist das ganz cool. Also bringen die Monster doch was? Ja, Kohle. Ja, gut. Für, ...10.000 Batterien, auch witzig. Money. Und sieht halt, man den Wert im Inventar? Oder muss man das wissen? Nee, nicht wirklich. Weil du kannst ihn auch bei den drei Fraktionen... ich weiß nicht, ob die unterschiedliche Verkaufspreise haben. Ja, gut. Weiß ich natürlich nicht, was ich mitnehmen soll und was nicht. Ja, am Anfang erstmal alles, ist scheißegal. Bis du halt an dem Punkt bist, wo du halt etwas aufgrund von Wert nicht mitnimmst, das dauert 2-3 Tage. Heute wirst du den auf jeden Fall nicht erreichen. Naja, trotzdem wird es da Sachen geben, die wertvoller sind als andere. Es wird da Sachen geben, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Oder nicht? Eddie, wir sind schon ein bisschen weiter weg, ne? Ja. Genau. Ich bin hier vorne rechts beim Ausleger. Hier nimm mal. Die kannst du mal einlagern bei dir. Cola kannst du auch mitnehmen. Hab ich Lags, Alter? Wo ist unser dritter Mann? Eddie? Ja, ich suche euch gerade. Wir sind hier vorne rechts beim Ausleger. Da, perfekt, okay. Hier ist aber schon gelootet. Jetzt gehen wir Richtung Norden, Vaccine Labs. Jetzt straight Richtung, also in Richtung Norden sollte ein Weg nach oben führen. Steht oben seit 1000 Jahren, wähle den Reiter verkaufen aus. What the fuck? Was juckt mich das jetzt? Weiß ich nicht, das ist... Weiß ich, ob das ein Bug ist. Oh, muss mich mal heilen. Wir haben halt auch gar keine Schüsse auf der Map, das ist super ungewöhnlich. Es kann durchaus sein, dass wir einfach in einer Plepp-MMR sind, wenn es sowas gibt. Wäre halt auch gut. Erstmal aber ja. Gut. Und jeder, so. Jeder Compound an sich. Ah, man sieht euch ja doch auf der Map. Ja, auf der Map, aber nicht in. Nicht in live. Ja, gut, aber das ist ja zumindest schon das mal gut. Ja. Und das ist ja nicht ganz so wild. Ich hab bei mir einen. Piep. Ich hab. Contact oben. Ja, bin tot. Ja. Einer oder wie viel waren da? Ja, lol. Einer, aber mit Ultra Gear. Mal gucken. Der kann da nichts mehr haben, Digga. Was ist das für ein Müll? 3 Volltreffer mit der Shotgun aus nächster Nähe. Ja, der hat blaue Rüstung gehabt. Ja, aber das ist doch scheiße, was. Also ganz ehrlich. Das ist ja völlig. Da kannst du ja gar nichts machen, Alter. Die Leute schimmeln dann mit schönem fetten Gear da ab und du kannst sie quasi nicht besiegen. Ja. Kann ich irgendwie sehen, wie viel er noch hatte? Nö. Ja, auf der. Im Battlelog sagt. Nee, nicht wie viel er hat, aber wie viel Schaden du ihm gemacht hast. Aber er hat. Sehe ich hier aber auch nicht wirklich. Ich weiß nicht, wo er ist, oder? Ja, der hat da nichts mehr. Aber wahrscheinlich war der auch nicht alleine. 100 HP hat er. Wie viel hast du ihm gegeben? Ich habe ihm 87 gegeben. Ja. Woran hat er die gelegen? Ja, Gear. Also, er hat halt einfach ja mich dann auch weggelasert. What? Er hat dann einfach in der Ecke gecampt und mich dann einfach mit 2 Schuss weggemacht. Ne, gutes Spiel auch. Eddie is ready. Mhm.
Wo können wir jetzt mal bitte... Wir müssen mich schon carryen hier. Ja, Richtung Woodcutter Camp. Denk dran, die anderen haben gesehen, dass wir gedroppt sind. Kann durchaus sein, dass wir auf Gegner treffen, die versuchen, direkt PvP-Engagement zu generieren. Von daher, lass mal Woodcutter Camp gehen, dann gehen wir direkt Eastern Caverns. Oder? Warte mal. Da links nebenan, seht ihr, sind zwei Solos runtergekommen. 210 und 195. Alter, was ist das für ein Visier? Wollt du mich verarschen mit der Sniper, ey? Ja, die kannst... Hast du kein Visier? Ja, sorry, hätte ich vergessen, es drauf zu packen, ja. Ja, die ist furchtbar. Die kannst du nur mit Red Dot eigentlich spielen. Geil. Oh, hast du mich? Nee. Nee, nee, du hattest hinter dir so ein Kackviech. Lol. Erstmal schön verkackt. So. Wir gehen weiter Richtung East Collection Point. Wenn ihr gehärtete Metalle findet, würde ich nehmen. Zwei Stück. Ich brauche einen Nickel. Und irgendwelchen anderen Scheiß, aber es ist mir ehrlich gesagt gerade sowas von Latte. Ja, durch die Mission kriegt ihr halt nicht nur EP, sondern auch Geld. Ja, ja, ist alles gut. Weißt du, was mein Problem gerade ist? Dass dieses ganze Game Design für mich schon so demotivierend ist, dass ich gar keine Lust habe, irgendwelche Missionen zu machen. Ganz ehrlich, bin einfach, fühlt sich null belohnend an. Es ist, ja, weil du am Anfang keinen anderen, am Anfang geht es eigentlich gefühlt keinen anderen Weg, außer PvE zu spielen. Ja, gut. Und jeden Feig aus dem Weg zu gehen. Möchte ich halt eigentlich kein PvP-Game spielen, wenn ich dann erst noch PvE grinden muss. Hier rechts sind Metal Sheets. Ich bin jetzt hier mal unten reingelaufen. Okay. Ausgeschlachtete Dämmung. Ah, hier ist so ein Rätsel. Ja, das ist hier aber ist kompliziert, dauert lange. Das nervt mich hier. Steps? Das sind nicht, das seid nicht ihr. Unten kommt einer rein. Ich bin auf dem Weg. Okay. Bin jetzt oben. Du bist rechts die Treppe runter, ne? Ja, ich bin ganz am Anfang die Treppe runter, ja. Und dann bist du rechts. Okay, ich seh dich. Bin hinter dir. Ja, hier draußen steppt er rum. Ich weiß ja nicht, wo der hier überall hin kann. Ach, der kann da hochlaufen, okay. Hast du eine Audio-Confirmation gehabt oder auch Visual? Ich habe ihn gesehen. Kann natürlich sein, dass der direkt durchgejietet ist. Das meine ich mit, also, der kann hier irgendwo im Busch sitzen. Ja, super. Hast du ihn nach rechts gehen sehen oder wohin? Ich habe ihn nirgendwo hin gesehen. Ich habe ihn auf mich zulaufen sehen, dachte, der kommt rein, habe mich erstmal verbarrikadiert, bis ihr da wart. Aber, ja, I don't know. Also reingelaufen ist er definitiv nicht. Ich meine, er kam von hier. Aber keine Ahnung, ja, dann ist er wahrscheinlich durchgezogen. Ich würde... Ja, okay. Scheint auch nur einer gewesen dann zu sein. Dann ist es, ja genau, ich habe jetzt zwei Solos in die Richtung runterkommen sehen. Wir gehen weiter Richtung Vaccine Labs. Wir... Brechen ab den. Ja, warte, ich muss erstmal verschnaufen. Der Sound ist auch ganz komisch. Hast du denn das auf einer links über dir ist und dann ist es der Mate? Das? Gehe links hoch. Wo ist denn der dritte? Eddie, hinter dir. Wir laufen hier links lang. Ich habe hier gerade ein Geräusch gehört.
So Steine? Nee, so ein Das ist denn, dass jemand ein Iwek gerufen hat meistens. Aha. Es kann sein, dass wir nicht die Vögel waren. Wollte gerade sagen, das ist so ganz schön weit weg. Ich gehe hier rechts um die Ecke. Wo ist der dritte? Nee, war eben noch hinter mir. Ich bin im Busch. Der Sound macht mich fertig. Ja, geradeaus, geradeaus, geradeaus. Gib mal ein Bearing. Wer ist hier? Keife, komm, wir ziehen mit. Welche Himmelsrichtung? Was? Bearing. 255. 255. Hinter uns hat irgendwas getriggert. Der wird ein Solo sein. Na, ich habe euch leider eben aus den Augen verloren. Ich dachte, ihr seid hier rein. Ach, da unten. Ja, ich sehe euch, glaube ich. Wie weit geht die Umrandung von den Mates? Ja, unlimited, glaube ich. Dann war das ein Feind da unten am Fluss. Ja, genau. Ja. Okay, got it. Wo ist der? Kannst du? Ja, Südwest. Den hier. Am Fluss erballert. Jo, das ist, schieß auf den. Das sind zwei Mann. Au, das tut ja richtig weh zu lassen. Raus schon. Habe ich mal einen Hit. Noch ein Hit. Er ist hinter dem Stein hier vorne. Wo ist die Granate? Ja, einer ist hier down. Wo ist die Granate? Hab ihn. Ist down. Nice. Sehr schön. Hier liegt ein grünes Visier. Ist das ein Sniper? Oder wahrscheinlich besser als irgendeins. Gib mir das Visier. Da, die Sniper ist eine Vollkatastrophe. Wo ist das Visier? Hier liegt's auf dem Boden. Hä? Ach, ein Helm meinst du? Ja, ja. Das ist kein Visier, das ist ein Helm. Ja, Visier ist für mich was ich auf die Sniper packen kann. Ja, hier ist das Ananas. Ah, hier habe ich eins. Pass auf. Ich habe hier eins. Das hat er auf seiner PDW drauf gehabt. Na, aber immerhin habe ich den beiden noch einen reingedrückt. So, pack mal, das auf die. Jetzt. Sehr gut. Achso, ich muss vor allem mal heilen. Ach so, die Granate ist auch auf 3. Okay. Nehmt euch oh hin. Lol, mein Fehler. Hä, wieso packt er denn das Heilungsding weg? Nehmen wir mal, das ist ein großes Medipack. Okay. Kaife, was hast du jetzt als Main? Hast du die AR? Hast du die Scrapper da hingelegt Steine, oder war das eine? Lol, das sieht ganz anders aus, das Visier. Wieso höre ich Steine um mich rum, hä? Das ist normal. Das ist einfach Environment. Also da war es gut, dass ich zurückgeblieben bin. Bin ich schön in der Zange. Ja. Gut, wir können jetzt einfach auch... nimm mal den Restkram von dem mit. Auch die, für euch ist jetzt hier auch das ganze Basic Inventory und auch ein Rucksack und sowas und den ganzen Kram mit. Ja, der Zeug. Nein, der hat ja richtig viel Kram in seinem Rucksack. Ja. Ich habe jetzt schon keinen Platz mehr, oder? Alter, in diese Sicherheitstasche passt ja gar nichts rein. Ja, das kannst du halt über die das Upgraden der Quartiere. Wird die halt größer dann. Oh, noch eine Sniper. Achso, die passen. Hä, lol, ich habe meine Waffe ausgetauscht. Mein Rucksack ist voll. Ja, keine Ahnung. Egal, einfach mitnehmen, was geht. Wo bist du hin, Hector? Im Busch, hier, direkt bei euch. Okay. Oder. Habt ihr alles dabei? Alles, was reinging, ja. Okay, yes. Gut. Dann gehen wir jetzt damit Richtung Ausgang. Oder wir farmen nochmal den Meteorit. Ja, und dann kommen die anderen Leute alle an. Und diesmal mit Lederrüstung. Das.
Also, ah, hier links ist ein Evac, okay. Got it. Your choice. Also, entweder wir looten Meteorit oder wir Lass gehen. Lass uns nochmal freuen, dass wir ein Engagement gewonnen haben. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt voll Richtung Evac. Beim Evac gab es jemanden. Wo genau seid ihr jetzt? Beim Meteoriten. Ach da. Das sind Schüsse gewesen, ne? Ja. Komm, Viecher am Arsch. Mann, was ist das Symbol? Bei dem müssen wir schießen. Das ist der Strider, den du hast. Der haut ihn ab. 165 ist ein Duo runtergekommen. Hinter uns. Geht ihr weiter, sonst Richtung Evac. Ich hole euch gleich wieder ein. Da links ist ein... Ist der Evac nicht in der Richtung? Der ist Richtung 345. Achso, neu. Nickel wäre halt echt noch nice zu haben. Hier habe ich. Hole ich dir mit. Für Eddie auch. Der braucht, glaube ich, auch noch eins. Ich brauche alles, was du auch brauchst. Spider! Läuft. Das Viech einfach stehen. Gut. Nimmt man das Komm, wir gehen weiter. Was droppen die? Ein Nickel braucht er, ja? Jeder, ja. Okay. Denk dran, hier in die Richtung war. Hier ist gehärtetes Metall. War das PS? Hast du schon gedroppt, oder? Nee, das Nickel noch nicht. Mach ich gleich beim Ausgang. Oder wir können es auch hier machen. Hast du gehärtetes Metall mitgenommen, Eddie? Ja. Ach, guck mal, hier ist sogar eine weiße Kiste, habe ich übersehen. Hä, wieso? Nein, was? Ja. Ist denn hier? Hier links, ich drop euch hier das Nickel in der Base. Oder unterm Zelt. Ja. Pfeiffer. Nee, so, Eddie. Volles Gewicht. Hier links. Links, jo. Was? Wo ist es? Hinter dir, links hier, ach, da, genau. Gut. Kann ich das in den Container packen? Nee. Gut. Ich rufe uns schon mal das Evac-Ship. Dann sind wir gleich da. Können wir nicht in dem Punkt einfach schießen, wenn wir jetzt was gerade gerufen haben? Das fliegt ja nicht sofort los. Also, wie meinst du schießen? Was willst du schießen? Ich dachte, gegen wir werden das, wenn wir einen Evac holen. Ja, aber ich glaube nur grob in der Umgebung. Schießen ist nochmal deutlich offensichtlich oder auffälliger. Also ich laufe immer ins Evac-Chip. Ich warte wirklich, bis es rot wird und dann laufe ich erst ins Evac-Chip rein. Wo wird es rot? Jetzt gleich. Ja, achso, jetzt, wenn das... Genau. Ah, okay. Und dann laufen die in den letzten 5 Sekunden oder sowas. Und dann, weil dadurch, dass hier alles offen ist, kann es durchaus sein, dass... Lol. ...dass man dann noch angeschissen wird. Der Cut ist auf jeden Fall mal strong. Hey, wir sind einmal raus! Wow. Und wir haben Leute getötet. So, kann ich jetzt sehen, was ich dem an Schaden gedrückt habe? Da, 83. Oh, den habe ich sogar gekillt. Den ersten, ja. Cool. Direkt Freundschaftsanfrage schicken und auslachen. Wir gehen auf zum Woodcutter-Camp. Haben so ein bisschen die Augen auf. Wie gesagt, immer Augen auf beim Autokauf. Da kommen Leute runter. Geradeaus, ein Solo, 240. Da gehen wir jetzt straight hin. Den krallen wir uns. Der wird beim Crush Drill wahrscheinlich runtergekommen sein in dem Bereich. Da steht gleich so ein goldglänzender Dude, der uns einfach mit einem Schuss wegkotzt. Alle auf einmal. Ja. Ich würde es nicht merkwürdig finden mittlerweile. Weil die Dudes eben, die waren ja aus Kartoffeln. Hier ist noch.
Ja, die sind eigentlich eher die Gegner, die man dir passen würden. Offene Wiese. Ich sehe ihn hinter der im roten Zeug da. Der ist gerade von dem Weg dahinter gekommen, den man da rechts sieht, zwischen dem Stein und dem Zaun. Okay, gut, der ist in die Base rein, ja? Weiß ich nicht, er ist auf jeden Fall hinter der Base lang. Ob er reingegangen ist, weiß ich nicht. Kaif ist direkt hinter mir. Ich bin ein bisschen links. Weißt du das? Hinten kommt das noch ein Solo runter, 165, aber der ist zu weit weg. Wir versuchen erstmal Fokus auf den hier. Ich sehe euch noch. Ja, was lurkt hier hinter mir Schön. Rum? Er steppt in der Base. Kaif löst ihn auch. Ja. Wir engagen. Er ist unten, Leiter, die Treppe runter. Rechts. Down. Nice. Ich hab hier zwei so eine Scheißviecher. Oh Gott, er schreit mir. Ja, okay, wir gehen helfen. Lol. Ich werde angeschossen. Jemand anders hat geschossen. Was? Von wo? Da ist noch einer runtergekommen. Zwei. Er ist aber weit weg. Hier links bei mir. Ist jemand gesprungen? Er ist unten, die sind beim Treppenhaus. Ja, da kam gerade eine Granate hochgeflogen, ich seh's. Er ist oben. Auf der Treppe gewesen. Granate. Ich seh's. Noch eine Granate. Hat einen Headshot. Achtung. Lol. Alter, Vorsicht. Einer down. Ihr rennt halt beide in die Granaten rein, zu geil. Einer ist dead. Wie ein Chef von den Scheiß hier? Hallo? Frag nochmal was. Okay, so nicht. Wie entschärfen die Laserdinger hier? Durch das Rätseln des Lösen. Du musst irgendwo die Energiequelle zapfen. Du kannst durchlaufen, die machen keinen Schaden, die machen nur Alarmanlage. Achso, wenn die Sturmgewehrmoni haben, sag mal Bescheid. Nee. Achso. Wir haben nur. Ich höre hier irgendwas. Mich? Ach nee, das sind die. Irgendwas kommt da runter. Ist auch irgendein Dude. Nicht zu weit weg. Wie viele? Ich hab nur einen Rauchdings gesehen. Sieht man ja immer noch Nordost 60. Okay, gut. Gut. Seid ihr voll HP? Ganz wichtig. Aber was willst du mit dir? Ich bin tot, Alter. Ach, du bist. Ja, aber wenn ihr auch in die Granaten reinlauft, hat Eddie dich gesprengt oder was? Weiß ich nicht. Ich dachte, du wirfst eine Granate, dann ist eine hochgegangen bei denen, auf einmal also, kommen irgendwie zwei weiter. Die ist tatsächlich leider nicht da reingeflogen, die ist irgendwo dran abgebounced. Blöd. Aber ich sag, ich schmeiß Granaten, dann rennt doch nicht da rein. Also, halt ernsthaft jetzt, ihr rennt beide rein. Ich bin auch nach der ersten Explosion dann reingerannt. Dann lass uns raus. Ja, dann nimm mal die Rüstung mit, von dem die. Ja? Was auch mich so. Achso, dann muss ich einmal durch das Ding da durch, oder was? Nee, hier oben hast du auch alles. Auch eine Scarab und sowas, die kannst du für Kohle ganz gut verkaufen. Du musst da draußen an einem Eingang stehen. Oder liegen. Rucksack voll. Gut. Nächstes Keife gelootet. Erstmal Doc-Tag mitnehmen. Also ich habe von einem Typen von denen 23 Schaden bekommen. Sonst steht hier nichts von Schaden. Ja, dann waren es meine Granaten. Ne, bei dir steht ja auch kein Schaden hinter das. Ja, I don't know. Oh, hier geht jemand raus. Wollen wir den engagieren? Eddie, wir gehen drauf. Das ist nicht unser Extract, ne? Ach, da hinten? Den hat jemand anders gerufen. Lol. Nee, direkt über uns. Okay, ja, ich habe ihn nicht gerufen. Der ist hinter uns. Der ist jetzt durch die Dinge jetzt gegangen. Ja, er lootet da unten. Kannst du Headshot setzen? Weiß ich nicht. Raus oder nicht? Wir können es probieren.
Okay, let's go. So. Nice. Dann nehmen wir seinen Extract. Läuft. Ja gut, er ruft sich 9, aber weil dann lieber zu dritt wieder rein. Mhm. Damage received. Kugelmagnet Eddie 71. Ja, ja, die zweite Granate habe ich echt getankt. Hey, ja. Ich habe Kai Ferroni getötet. Ah, ja. 130 Schaden. Alter, ohne Scheiß, Jungs. Es war nicht nur eine Granate, die mich getroffen hat. Ich habe mehr Schaden an euch gemacht als an den Gegnern. Renn einfach rein. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob wir einfach. Alter, warum haben die diesen Elektrowecker-Sound dafür genommen? Piep, 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 piep. Ich will immer auf meinen Monitor hauen, Alter. So. Oh, da kommt ein Meteoriten oder was? Oder sind das, ist ein 3er-Team und ein 1er-Team? SMG, nimm die mal. Okay, kann ich jetzt nicht schon kaufen? Bin ich immer noch nicht schlauer. Nein, noch nicht. Doch, kann ich. Ich glaube, da sind gerade 3er und ein 1er runtergekommen. Nee. Aber vielleicht waren es auch Meteoriten, ich weiß es nicht. Ne, Meteoriten sind immer mehrmals die schwarzen Dinger. Nee, dann ist ein 3er-Team so nordwestlich oder 345 von uns weg. Und ein 1er-Team auch irgendwo da auf der Ecke. 1er-Team, ja. Gute alte 1er-Team. Science-Camp. Ja, das gute alte 1er-Team. Ich muss Schreider töten. Aus multiplen Gründen. Ja, okay, dann komm hoch, ja. Dann lasse ich die. Ich brauche noch gehärtete Metalle und auch Schreiter. Ja, brauche ich, glaube ich, auch noch einmal. Hier links sind Schreiter unten. Hier geradeaus. Das ist diese Messerjockel? Ja, genau. Musst du die auch noch töten? Bin. Ja. Ich nicht. Achso, ja, die beiden? Ja, dass du die nicht töten musst, ist klar. Hier, oh, ja. Die eine Spice. Hier ist noch eine. Oh, nebenan, wir haben Nachbarn. Richtung? Ein Solo, nebenan. Richtung 240. Der wird eventuell in unsere Richtung kommen. Lass mal versuchen, High Ground zu bekommen. Wir engagen ein bisschen in die Richtung. Nur neben uns 285. Ist auch noch High Ground, ne? Das war ich mit den Vögeln, sorry. Ich gehe ganz hoch. Gut. Irgendjemand hat hier Extraction gerufen. So, nur mal gucken, wo ich hier hochkomme, ey. Da kommt er nicht hoch oder lag's in der Ausdauer? Kommt da einfach nicht hoch. Was soll denn das jetzt? Hinsetzen, kurz still sein. Das hilft am besten. Ja, ich versuche hier nur irgendwie mal hochzuklettern, aber irgendwie kommt er nicht hoch, der nudelarmige Lappen. Ich sehe jetzt keinen. Rall nicht, manchmal kommt man hoch, manchmal nicht. Ja, genau. Das ist furchtbar nervig. Oh, so hoch. Gut. Wir gehen in den Science Campus rein und dann könnt ihr da ein paar Strider farmen. Also wieder umdrehen. Und dann, vielleicht ist der unter aber auch am Beach lang gelaufen, von daher beobachten. Wäre ich jetzt auch lieber. Ich weiß nicht, ob ich rechts da gerade Schritte gehört habe. Sounds nicht hier weird. Ist das so ein Gepiepse hier?
Wir können das. Das ist ein Evac-Chip rufen. Das ist der Ton, wenn wir... Achso. Solo kommt Richtung 240. Gerade runter. Schon im Compound, oder? Nein, ist gerade gelandet erst. Achso. Ist klar, KS. Überhaupt Blut, Alter? Ja, es kann sein, dass alles weg ist von den Leuten. Das schon eine ältere Lobby sein. Das respawnt nach einer gewissen Zeit, aber keiner weiß, oder sie haben keine Aussage gegeben, wie lange das dauert, bis Loot respawnt. Das ist bei Tarkov tatsächlich anders, ne? Da wird der Raid generiert. Und alle starten gleichzeitig. Ich glaube ja. Oh, Schockdämpfer. Das kann ich natürlich nicht in die Tasche packen. Man ist auch echt langsam, ne? Krass. Das ist echt ein leichtes Ziel. Aber kurz. Da unten ist das Felder. Ich geh mal hoch. Kurz um. Hier patscht was? Ich glaube, es ist ein Viech. Nicht so ein Schreiter. Ich bin jetzt gerade im Südosten. Ich jump hier mal runter. Wie viele Schreiter musst du denn noch? Ich hab sie. Achso, ja, dann lass mich den doch killen. Ich dachte, du bist fertig. Nee. Noch ein Solo hinten, 240, ganz weit hinten. Der geht aber eher Richtung Sumpf dann. Ich muss noch zwei Stück killen. Ich hab ja nur einen abgekriegt. Wo ist er denn? Ist down. Genau in dem Moment, als du gesagt hast, lass mich ihn killen, hab ich ihn gekillt. Ohne Scheiß, ob man hier irgendwas sagt oder man geht aus der Hose. Wenigstens habe ich nicht gestartet, ohne dass du in der Gruppe bist. Wenigstens fliege ich nie aus dem Spiel. Arschloch. So, ich würde, dann lass uns Richtung Sumpf gehen. Sammelpunkt nördlich des Compounds. Hier erkennst du, dass es ein Solo ist, an der Anzahl der Kapseln, die da runtergehen. Jeder Spieler hat eine eigene, also Trio heißt auch wirklich drei Kapseln, die da runtergehen und drei Rauch. Fahnen, die hinter dich gezogen werden. Passt ja nur einer in die kleine Kapsel rein. Den Schockdämpfer ja. Was wert? Geht. Sind der lila? Bisschen schon. Ja, dann schon. Ich glaube 3, 4, 5.000 so. Ich hab Granaten. Das ist doch schon mal was. Für uns arme Lappen. Gut. Seid ihr Schattjungs. Let's go. Also werde ich nicht rauskommen. Ich weiß schon. Passt nicht in deinen Sicherheitsbehälter rein? Nee. Was ist das denn hier, Alter? Die Fußspuren sehen ja mal... Das ist schlimmer als Tarkov mit dem Sicherheitsbehälter. Wir gehen hin, weil diese Fußspuren führen zu einem Ei. und dieses Ei, das ist in der Tat relativ... Das ist das Ei, das mir aus der Hose fällt bei diesem Spiel. Jo. Hier läuft hier sogar ein Helm. Let's go. So haben, wenn du möchtest, Eddie, den Helm. Ups. Ja, den habe ich doch. Ein extra Helm. Ja, gut, den Helm habe ich jetzt for days, Alter. Let's go, wir gehen Richtung Swamp. Oder wir können auch nochmal Richtung Water Facility gehen. Hä, was jetzt? Folgen wir jetzt den Spuren oder nicht? Nee, nein. Ich habe dir schon das Ei eingesammelt. Ach so.
Also, ich müsste noch zwei Schreiter killen. Schreiter killen mache ich. Ich habe echt so einen Schuss im Rücken, Alter. Das Modell vom Mikrofon steht unterm Stream, genau wie meine komplette andere Hardware. Nach einer gewissen Zeit kommt auch so ein Sturm hier. Das aber den kann man halt auch überleben, indem man einfach irgendwo in einem Gebäude ist. Nee, SM7B, so. Entschuldigung. Man dauert so 5 Minuten oder sowas. Und, Hier links ist was. Du musst es aber direkt hier vor der Fresse haben, damit es sich so gut anhört. Weil wenn man so macht, dann klingt das total... Ich gehe jetzt schon zur Water Facility rein. Also du kannst es vergessen, dir das hier über den Kopf zeigen oder so. Ob das Rätsel schon gemacht wurde. Ist das hier ein Schreiter? Hier gruntet irgendwas. Ja, Eddie, hab hier einen. Nur lass ihn stehen. Ich muss erstmal hinkommen. Da kommt ein E-Weg-Schiff. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ich fahre noch ein Stück weg. Ich bin hinter dir, ne? Aber okay, ist eh egal. Nee, du bist hinter Hector. Doch, ich bin hinter dir. Das E-Weg-Schiff ist hier bei uns. Okay. Hey, ihr wart doch eben beide noch da vorne. Ich bin Richtung... Wo soll hier ein Schreiter sein? Bist du jetzt zurückgegangen? Nee, jetzt bin ich bei dir. Also ich nur Spider-Vieh. Wenn hier ein E-Weg ist, dann will ich hier nicht so... Wo ist denn jetzt der Schreiter? Da müssten wir zurückgehen. Ach, können so wir gerne machen. Nee, ich brauche Fischschüsse. Komm, hier gibt's welche drin. Oh, hier gibt's auch viele Spider-Boys. Komm, wir heizen drauf und dann let's go. Rechts hast du den gekillt? Nice. Dann suchen wir noch eine Batterie. Die ist... Zwei Batterien suchen wir. Eine ist rechts, die andere ist links geradeaus. Dann suche ich die Batterien, dann kannst du nach dem Schreiter suchen. Warum hat der denn die... Ich glaube, der hat das Rätsel nicht gelöst bekommen, deswegen liegt die zweite Batterie da. Beide Batterien sind, glaube ich, bei mir, oder? Ja. Angenehm erschossen worden wahrscheinlich, Herr Kollege. Nee, der hat es einfach nicht gebacken bekommen. Beide Batterien bei mir. Ich komme. Hier sind nur Spider-Viecher. Wenn der Deckel auf ist, ist dann alles weg, oder? Nee. Hä, hier oben muss auch eine Batterie rein, oder was? Ja, klar, nee, das war der Behälter. Die zweite Batterie. Warte, okay. Ich hab's hier. Nee, er hat das Rätsel einfach nicht bekommen. Ich dachte zuerst, es gibt kein Skill-Match, aber leider ist es nicht der Fall. Naja, also das hier ohne Skill-Match-Match, ich hab's ja komplett vergessen. Wie soll das denn funktionieren? Oh, lol. Hab gerauscht. Ey, das würde halt gar nicht funktionieren. Wollen wir in die Bold Action nehmen? Das ist halt eben genau kein Call of Duty. Also bei Call of Duty funktioniert es ja auch nicht, aber. Weil es halt casual ist, funktioniert es bei COD nicht. Hier, nehmt mal euren Kram hier mit. Ja, ich warte halt auf Eddie, ich will jetzt halt nicht alles alleine looten. Ja, ich dachte, ich soll hier gucken, ob ich hier einen Schreiter finde. Was für Kram? Achso, da wir drin. Wir haben ein schönes Rätsel, alles fertig gemacht. Yo. Was ist das da unten für ein Kackviech? Irgend so ein Fettbrummer. Achso, Rechtsblick ist Loot, okay. Hatte ich vorhin schon mal kurz. Da ist noch was Blaues drin. Miniaturreaktor. Was ist das? Jo. Oh, weiter. Ein Text. Als ob wir jetzt keine Schreiter finden, Alter. Ja, finden wir noch. Aber leider ja. Also wir können... wollen wir rausgehen oder wollen wir noch weiter? Wir haben ja noch nichts. Okay, oder? Einrichtung Swamp Camp.
Mir ganz so viel Munition, Alter. Was brauchst du? Mittlere. Hab ich nicht. Es geht noch, aber. Sorry. Brauch ich denn für die Quest, oder? Gehärtete Metalle. Immer noch. Gefühlt aus dem. Ja. Ich hab oder schmeißt du die mal weg? Nö, ich hab keine gefunden. Hab ich nicht gesehen. Vielleicht. Hier beim Swamp sollten schon wahrscheinlich Gegner sein. Das ist so der Newbie Landing Beach. Ewex-Schiff hinter uns, Süd. Ja, das, die starten immer hier. Ach so. Ja, es sind. Oh die nee, starten auch noch. Ja. Ja, aber die starten ja, um jemanden abzuholen, oder Shit. Nicht? Wir gehen auf das AI. Da ist ein Container. Da ist, Granate drin. Da ist ein Schleicher hinter der Spinne. Südwest. Und rechts ist zwei, auch noch einer. Zwei sind. Achso, ein Strider, jo. Nimm mal die Spinne weg. Sogar. Achso, ich dachte, du bist hier oben. Wir sind fertig. Lol. Der absolute Potato Move. Was ist denn jetzt hier, Alter? Machen wir mal kaputt. Hydraulischer Kolben. Kenn ich. Metalllegierung. Geht doch. Ey, die Dinger sind so kacke, ne? Medpens. Wieso? Weil die jetzt so wenig heilen. Naja, gibt ja auch große Heilung. Ja, es gibt bessere, irgendwann die... Finde ich aber gut, dann kannst du dich nicht wenigstens die ganze Zeit schön gegenheilen. Ja, die, also es gibt bessere Madpants, die kosten mehr, die schaltet ihr später frei. Hier ist glaube ich schon alles... Achso, ja, sonst wäre es halt nicht gearbasiert statt gearbasiert. Ne? Was ist los? Ist teilweise gelootet, ne? Schüsse? Hier. Also hier ist gelootet. Achso, das ist. Kannst du auch mit dem Messer drauf gehen, ne? Ja, wo seid ihr? Da, wo es knallt. Schön Potato, Alter. Das warst du, Alter. Wow. Hier, gehärtete Metalle. Ja, ich hab mein gehärtetes Metall, was in der Radio brauche. Equipment. Ja, nice. Obwohl ich weiß gar nicht, ob ich das rausgenommen habe. Ja, doch, muss ich ja. Ich habe zumindest eins im Secure Container mitnehmen. Wie viele brauche ich? Zwei. Okay. Hä? Ist das nicht falsch rum mit den Handschuhen, Alter? Müssen die nicht nach innen zeigen? Oder ist das eine Fummelbox? Stellt man sich davor und dann für 5 Euro kriegst du richtig schön dann abgeschrubbt. Mit Gummihandschuhen. Was? Fummelbox. Ja. Was zur Hölle ist das? Ich will es nicht wissen. Doch. Warum stelle ich die Frage? Guck dir das an. Nee, komm. Guck's dir an hier. Das sind ein umgedrehtes Glory Hole. Richtig nice. Ich bin voll. Ja, ich wünschte, ich wäre auch voll. Also, voll zu sein. Kürzester Weg raus wäre Science Campus wieder zurück. Ja, ich habe auch keinen Platz mehr. Okay, dann gehen wir dann. Ach, hier sind nochmal Spuren. Ja, weiter. Ich mine hier mal mein bisschen Kram. Aha, Hector spielt Minecraft. Jo. Ist ja mega weit weg, der Ewek. Wir waren doch eben schon da, oder nicht?
Ja. Gegner, Gegner. Ja, safe. 150. Scheint nur einer zu sein. Direkt an der Brücke. Links. Jetzt rennt er nach rechts. Der zieht Leine. Ich sehe ihn, ich sehe ihn, ja. Der sieht dich. Ah, hat mir keinen Schaden gemacht. Ich gehe mal ein bisschen dichter ran. Ich habe halt keine Range-Waffe. Ich komme mit. Der läuft den Berg hoch. Jo. Rechts. Ist er hinter dem Baum? Rechts noch, hinter dem Felsen. Nee, nee, der ist den Berg hoch. Ich flankiere von links. Ja, gute Idee. Ich bleib hier rechts close. Ist er. Er ist rechts auf der rechten Seite gerade. Hat mir mitgegeben. Oh, das sind zwei? Nee, das war ich, sorry. Oh, lol. Ja, danke. Ich wusste halt nicht, er war halt immer da. Hab ihn. Nice. Down. Let's go. Ja, ich hatte halt keine Info, ne? Du standest auf einmal genau da, wo er gerade noch stand. Ja, aber ich habe einen fucking blauen Rahmen. Denke ich nicht zweimal nach, bevor ich schieße. Kollege gehabt. Ja, solltest du aber. Keine Bolt-Action, oder? Ja, nimm mit. Das ist auch mal eine. Ja. Dann müsste ich die Scrapper. Nee. Ja, nimm die Scrapper. Schmeiß deine AR weg. Die Scrapper, die kostet 6,5. Die AR kostet, keine Ahnung, 1,5. Weiß aber nicht, ob du Attachments drauf hast. Du kannst halt das Attachment noch mitnehmen. Ich muss mal kurz bei dem rein. Oh, mit Wetterwechsel und so. Nice. Ja. Aber die Waffen sehen nicht gammelig aus. Da muss es. Hast keine Munition da mehr, ne? Für was? Ja, Sniper-Money kann ich dir 10 Schuss geben, wenn du mir sagst, wie ich das aufteile. Ja, mit Shift, doch, glaube ich. Ja, Shift klicken. Ja, hier 14 Schuss. Finde ich auch nicht mehr so viel, aber. Ich habe hier 18, ich habe noch, also ich habe 60. Hier oben. Hast du die hingelegt? Achso, ja, dann hast du eben die. Gib mir auch noch ein bisschen was ab. Danke. Jo, passt. Jo. Da kam ein Schiff rein, ne? Dann gehen wir weiter. Wieder High Ground kreieren. Kreieren. Kreieren, okay, ich baue eine Rampe, Hector. Let's go, Fortnite. Fortnite. FPS Night. Komm, Alter, wenn den Leuten erzählen wir, das ist der neue Fortnite DLC, würden sie auch nicht zweimal fragen. Nö. Ah, die Bolt ist in der Tat eine Waffe, die kann man auch relativ lang noch spielen. Ja, ich merke auf jeden Fall, dass du damit wenigstens mal einen Punch kriegst. Hier, brauchst du noch Spider? Sind rechts zwei Stück. Nee, brauch ich nicht. Okay. Was knallt denn ihr? Oh, ich hasse diesen Nebel so, ne? Ich weiß auch nicht, warum Game-Entwickler Nebel machen. Ich find's cool. Ich finde Nebel immer furchtbar, wenn ich den... Ah, gerade Kontakt, Kontakt, direkt vor uns. Zeit, Bearing. Gerade... 75 Osten. Weiß ich, in welche Richtung du guckst, du. Ich seh's. Jo. Ich bin oben. Zwei Mann. Ich komm zurück, versuch von. Ich geh auf den Turm oder geh auf den Turm rauf. Da aus versuchen wir dann. Naja, ich bleib hier an den Steinen sitzen. Keife, deck mal ein bisschen Rücken ab erstmal. Nicht, dass uns noch einer überrascht hier. Yes. Hast du gerade nachgeladen? Nee. Ja. Achso. Ich war das. Ja, die sind auch super weit weg. Ich sehe sie da hinten am Stein. Ja. Ach, da ist der Extraction-Punkt. Ach, da rechts, ne? Hit. Nice. Ja, die verpissen sich, wa? Waren das die? Waren die so weit weg? Ja. Das war gut. Kaifa, kommst du? Engage. Kaifa? Er geht rechts rein. Ja. Vielleicht wollte ich nicht wieder zurücklassen da. Ich habe halt nach hinten so ein bisschen geguckt und dann habe ich nach vorne geguckt und dann war der weg. Okay, bin da, Hector. Ja, ah, die ziehen ab. Okay. Muss mal auf den Kaifermann warten. Ich weiß nicht, wo der ist. Na, die sind schon weg. Ach da. Ja, ruf das Ding.
Nee, wir müssen einen weiter. Hä, wieso das? Achso, der hat jetzt Cooldown oder was? Das ist. Nee, das ist deren Extraction. Ach so, unsere ist ein weiter. Ah, nee, das bist du. Lol, ich konnte deinen Umriss nicht sehen wegen dem weißen Himmel. Das ist ja, ja schlecht. Ja. Das ist eine sehr schlechte Farbe für einen Umriss. Ja. Bisse. 210 hinter uns. Schön, der Stimshot ist bei mir gebuggt. Ich habe jetzt dauerhaft dieses Surren. Das ist auch super schön. Cool. Das ist ein Feature. Das ist ASMR-DLC. So eine Art, ne? Vermutlich. Hinter uns waren Schüsse gerade, ne? Ja. Ich weiß nur nicht, ob ihr das gehört habt. Na, die waren ja offensichtlich nicht auf uns. Von daher ist es aktuell noch ein Pal. Ich hab das Evac-Schiff geholt. Sexy. Wo landet es? Rechte Seite vom Compound. Hab ich hier gesehen? Osten. Das ist eine ganz beschissene Posi hier. Seid ihr beide oben? Ich bin ganz oben, ja. Hä, wo landet das Scheißding? Osten, Nordosten. Da bei euch. Ach so. Ihr seid ja perfekt. Digga, der Sound ist halt kompletter Müll. Das Directional Audio funktioniert gefühlt überhaupt nicht. Ich werd hier fast platt gemacht. Auch geil, dass sobald es zu ist, einfach bupp. Zack. Es geht halt nicht mal zu, also. Ja. Naja! Immerhin. So. Das war meine letzte Runde. Es ist 1 Uhr. Ich muss ins Bett. Oh, ich hab ein paar Leute auf jeden Fall angeleckt. Nee, erlitten. Hat ja aber keinen Schaden gemacht. Aber die Sniper ist auf jeden Fall deutlich angenehmer für den Anfang zu spielen, da kriegst du wenigstens was mit kaputt. Ja. Das ist ja aber auch krass, wie groß der Unterschied dann ist. Also, naja gut, wer weiß, wie die Sniper gegen lila Rüstung dann ist. Nun gut. Das Game Design ist für mich aktuell, muss ich sagen, nicht so wirklich appealing. Was sind das hier für ein Shop? Das ist, achso, der enge Cash-Shop. Störe ich dich gerade irgendwie? Nö, wieso? Nö, weil ich gerade versucht habe, was zu erzählen. Ich kann ja komplett muten. Achso, das habe ich ja nicht gehört, wenn ich gemutet habe, sorry. War nur so geil, ich fange an zu reden, so, ist ja auch noch ein Job, gibt's ja auch noch was, habe ich gar nicht hier Socken gekauft. Was ist das, du im Chat redest, Mann? So, also, Marvels on Steam, nee. Ich meine ernst gemeinte Vorschläge. Also es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist schon unbalanced. Also man hat gemerkt, jetzt haben wir doch deutlich besser als Team zusammengearbeitet, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil. Aber es waren jetzt halt auch keine gut gegierten Gegner mehr. Also wir haben am Anfang einfach wahrscheinlich durchs Matchmaking direkt eine schlechte Erfahrung bekommen. Das ist natürlich nicht so schön, weil dadurch war der erste Eindruck sofort getrübt. Die Runden jetzt waren besser. Ich denke, es liegt daran, dass Hector am Anfang recht viel gespielt hat und das Game natürlich erstmal Lobbys nach ihm orientiert gesucht hat und wir natürlich sofort erstmal platt gemacht wurden. Es spielt sich gut, aber nicht sehr gut. Finde ich persönlich. Mit dem Aim und so, okay, man kann das schon spielen, aber es fühlt sich nicht so crisp an wie andere Shooter. Also, ich sehe nicht so den super krassen Grund für mich persönlich, das jetzt hart zu suchten, im Gegensatz zu anderen Spielen. Weil Tarkov zum Beispiel ist deutlich intensiver und sagt mir vom Setting zum Beispiel persönlich mehr zu. Wäre also eher ein Punkt für Tarkov. Rein vom Skillbasiertheitsfaktor ist Hunt einfach ungeschlagen, was so ein Genre angeht. Und das sind zwei Spiele, die ich persönlich eher wahrscheinlich zocken würde. Wir werden das sicherlich noch ein paar Mal spielen und noch mal weiter gucken. Aber was mir nicht gefällt, ist das mit dem Gear. Und ich glaube, viele Leute schätzen das oft falsch ein, wenn man das so sagt. Aber es liegt nicht daran, dass wir aufs Maul gekriegt haben. Wenn wir die Leute mit unserem guten Gear komplett zerstückelt hätten,
weil die schlechteres Gear hätten und du lootest sie in der und stellst die ganze Zeit fest, ah, es sind alles Lappen. Hätte es mir genauso wenig Spaß gemacht und ich hätte genau das gleiche gesagt. Es geht mir einzig und allein darum, ein vernünftig gebalancedes Spiel zu haben, wo ich am Anfang aufs Maul kriege, aber dann durch Skill besser werde und nicht, weil ich länger gezockt habe. Genau das gleiche Prinzip wie aktuell bei COD. Für mich ist es einfach null ansprechend und es gibt für mich keinen Grund, ein Spiel zu suchten, nur damit ich dann einfach mit dem Gear quasi jeden besiegt, der schlechteres Gear als ich hat, selbst wenn er vielleicht besser war. Das ist natürlich ein... Das ist bei Loot-Grind-Shootern oder Looter-Shootern so. Wer das mag, okay. Für mich persönlich killt das so ein bisschen den Vibe, weil, wie gesagt, bei Tarkov kann ich mir irgendeine popelige AK zur Not nehmen. Die ist deutlich schlechter als die meisten anderen Kanonen, aber sie ist nicht signifikant so viel schlechter, dass ich mit der nichts kaputt kriege. Da kannst du mit ein bisschen Movement, ein bisschen Skill noch was machen. Die Typen vorhin, Bullet Sponges ohne Ende und One-Shotten dich, der Unterschied ist einfach zu krass, finde ich. Und natürlich soll Loot belohnt sein und so, aber ich persönlich finde eh, dass Loot-Shooter für PvP eigentlich nichts sind. Also, außer es ist gut casual gemacht. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Das ist so mein erster Eindruck jetzt nach, ich weiß gar nicht, wie lange wir das jetzt spielen, seit um kurz nach 10, 11, 12, 1. Ja, 3 Stunden knapp haben wir jetzt reingespielt mal. Ist kein schlechtes Spiel, ist free to play. Guckt es euch einfach selbst an, wenn euch das interessiert. Würde mich mal eure Meinung auch interessieren, wie ihr das so seht. Klar, wenn man es jetzt nicht ernst nimmt, ist wahrscheinlich sowieso nochmal egal. Aber also PvP-Games für mich persönlich spiele ich eher weniger nur zum reinen Spaß, wenn sie so unbalanced sind wie das hier. So, dann muss es auch wirklich casual design sein, dann kann man zum Spaß spielen. Wenn was eher ein competitive Feeling dabei hat, dann will ich nicht mit Gear gewinnen, sondern mit Skill. Das ist dann einfach meine Meinung. Und ich, also hier ist definitiv das Gear das Wichtigste. Da nützt dir der Skill jetzt erstmal nicht so viel. Würde ich jetzt mal meinen, so kommt es mir jedenfalls vor. Aber mal gucken. Also, wie gesagt, vielleicht wird es ja auch noch interessanter, aber ich glaube, dass das Spielprinzip an sich mich einfach nicht so krass abholen wird, aufgrund von dieser Differenz, wie wichtig die Ausrüstung ist. Und dafür lohnt es sich halt nicht, mit Gammelgear reinzugehen und sich was Gutes im Raid zu holen. Das wäre dann eher noch was, was mich jucken würde. Mit einer Pistole rein, irgendwo versuchen, eine Rüstung und eine Knarre zu finden und dann auf die Jagd zu gehen. So quasi eine Sparrunde einlegen. Aber das kannst du hier halt insofern komplett vergessen, dass du keinerlei Waffen oder brauchbare Waffen im Raid selber findest, sondern halt nur diesen ganzen Crafting-Unfug und Missionen und so. Wahrscheinlich muss man erstmal Sparrunden mit Missionen machen und dem Engagements ausweichen und so, aber das ist für mich halt einfach, ich will kein PvE machen. Ich mag einen Mix aus PvE und PvP so überhand, aber erstmal nur PvE machen müssen, damit man überhaupt PvP machen kann, für mich jetzt nicht so spannend. Das ist halt einfach nur meine Meinung aktuell. So viel dazu.